Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ich komme direkt zur Sache, und zwar soll es heute um den D16 gehen und um das Auto. Warum sich das Ganze gezogen hat, ist einmal der Halter hier vorne und einmal hinten am Getriebe ist so ein T-Halter. Der ist anders als bei dem hier. Ja, beim B-Motor ist der T-Halter hinten am Getriebe, weil wir versucht haben, den hier an den D-Motor zu bekommen. Ich wusste es vorher nicht. Und weil der Motor aus Metall Zoll ist, ist dieser Abstand kleiner als bei dem Teil hier. Und entsprechend musste ich das hier neu besorgen vom D14-Motor. Das war ein bisschen sehr krampfig. Und wie man sieht, wir haben auch noch keine Zahnriemenabdeckung, weder die obere noch die untere. Die untere wurde mit Sicherheit irgendwann mal vergessen, nach dem Zahnriemenwechsel wieder drauf zu packen. Weil dafür muss die Kurbelwellenriemenscheibe nämlich ab. Das heißt, das wird uns in naher Zukunft dann auch noch erwarten. Ich muss das Ganze jetzt erstmal auf OT stellen, weil einmal das Nockenwellenrad getauscht werden muss und dann muss ich noch den Halter abschrauben. Und ich ziehe den Motor jetzt erstmal da aus der Ecke raus. Ja, also der Motor ist jetzt drin, also man sieht das unschwer. Er hängt hier schon drin, auf der anderen Seite schon drin, hinten muss nur noch die Schraube rein, aber da liegt der Motorhalter auch schon auf dem Träger auf. Man sieht hier noch den Balancer vom Motorkran. Ja, und Kim und ich waren gestern noch Teilekauf für den Haufen und das will ich euch natürlich auch zeigen. Und zwar einmal den OM Kofferraumteppich, eine Hutablage, die Kennzeichenmulde, die Türgriffe, und zwar sind das andere als beim EJ9. Ich erkläre euch auch eben warum. Und zwar ist dieser Nippel beim EJ9 nicht. Das sind zwei Stück beim EJ9 und nicht nur einer. Deshalb die vom EJ9 nicht passen. Dann haben wir hier noch einen Gaszug vom D16. Ein Spoiler, dann haben wir hier noch die Rückleuchten, ja, also ein komplettes Set, Preface-Rückleuchten. Und da hinten, man sieht da den Verschluss für die Hutablage. Ja, und beim Blick durch die Garage wirkt das Ganze natürlich extrem chaotisch momentan. Und ich habe heute leider auch nicht so viel Zeit, so viel zu machen. Aber Sachen wie Hutablage, Rückleuchten etc., das werde ich dann ohne Kamera einbauen, weil ich habe das ja schon mal mit Kamera ausgebaut. Das soll dann also auch reichen. Aber
für euch zur Info, es geht dann am Sonntag oder Montag hiermit weiter. Sprich Antriebswellen einbauen, Schaltgestänge einbauen, dann noch zwei, drei Teile aus meinem EJ9 ziehen, die ich da erstmal vorübergehend reinsetzen werde. Das ist einmal die Servopumpe und einmal die Lichtmaschine. Ja, und eine Antriebswelle werde ich erstmal spenden, weil Philips Auto muss ja fahrbereit bleiben. Heißt also, das kommt quasi aus meinem erstmal da rein und dann wird meiner langsam aber sicher auch in den Winterschlaf gehen. Ihr wisst ja, der hier steht bereit und der soll dann auch über den Winter rein. Heißt also, da brauche ich das Auto eh nicht mehr zum Fahren. Ja, und ich bin froh, wenn das hier alles raus ist langsam. Deswegen heißt es jetzt die nächsten paar Tage Gas geben. Es tut mir leid, dass jetzt erstmal kein Video kam, eine ganze Woche. Wie gesagt, es lag halt daran, ich musste einen Motorhalter für den Wagen besorgen, das hat mich 3 Tage gekostet. Ja, alles wieder zeitverzögert. Aber jetzt geht's voller Energie hier weiter. Und es gibt noch ein, zwei Probleme, die ich noch lösen muss. Da finde ich, muss ich noch eine Lösung finden. Und zwar einmal für den Kollegen hier. Ja, also man sieht, hier ist der Ölpeilstab irgendwann mal abgebrochen. Und wir brauchen eine neue Zahnriemenabdeckung. Sowohl oben als auch da unten. Und das Problem ist, und das hatte ich auch im Schrottplatz, da unten, also warte mal, da unten ist normalerweise noch eine Schraube für die untere Zahnriemenabdeckung. Und bei der ist das Problem, die kriegt man normalerweise, also ich hätte sie nur abgekriegt, ohne die Kurbelwellenriemenscheibe. Und das ist eigentlich was ich möglichst vermeiden möchte, es abzunehmen. Das sind halt so Kleinigkeiten, da muss ich dann gucken, wie ich es am besten mache. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann geht es auch wieder richtig los mit dem Motor und dem Einbau der ganzen Sachen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.